haben diejenigen ihrer Kritiker recht, die behaupten, Martin Heidegger sei so konzentriert mit der Frage nach dem Sein beschäftigt, dass er die Conditio humana, das Sein des Menschen in Gesellschaft und als Person, drangegeben habe? Ja, diese letzte Kritik ist ein großes Missverständnis. Denn die Seinsfrage und die Entfaltung dieser Frage setzt ja gerade eine Interpretation des Daseins voraus. Das heißt, des Wesens des Menschen. Und der Grundgedanke meines Denkens ist ja gerade der, dass das Sein bzw. die Offenbarkeit des Seins den Menschen braucht und dass umgekehrt der Mensch nur Mensch ist, insofern er in der Offenbarkeit des Seins steht. Damit dürfte die Frage, wie weit ich nur mit dem Sein beschäftigt bin und den Menschen vergessen habe, erledigt sein. Man kann nicht nach dem Sein fragen, ohne nach dem Wesen des Menschen zu fragen. Und was meinen Sie, wenn Sie zweitens davon sprechen, dass größer als die Gefahr der Atombombe für die heutige Menschheit das Gesetz der Technik ist, das Gestell, wie Sie den Grundzug der Technik nennen, das Wirkliche in der Weise des Bestellens als Bestand zu entbergen oder anders ausgedrückt, alles und jedes auf einen Knopfdruck hin abrufbar zu machen? Ja, zunächst ist zu sagen, dass ich nicht gegen die Technik bin. Ich habe nie gegen die Technik gesprochen, auch nicht über das sogenannte Dämonische der Technik, sondern ich versuche, das Wesen der Technik zu verstehen. Und wenn Sie diesen Gedanken zitieren, mit der Gefährlichkeit der Atombombe und noch einer noch größeren Gefährlichkeit der Technik, so denke ich an das, was sich heute als Biophysik entwickelt, dass wir in absehbarer Zeit imstande sind, den Menschen so zu machen, das heißt rein in seinem organischen Wesen, so zu konstruieren, wie man ihn braucht. Geschickte und Ungeschickte, Gescheite und Dumme. So weit wird es kommen. Die technischen Möglichkeiten sind heute bereit und wurden bereits schon von Nobelpreisträgern in einer Tagung in Lindau ausgesprochen, was ich in einem Vortrag vor Jahren in Meßkirch schon zitiert habe. Also vor allem das Missverständnis ist abzusehen, als ob ich gegen die Technik sei. Ganz im Gegenteil, ich sehe in der Technik, in ihrem Wesen nämlich, dass der Mensch unter einer Macht steht, die ihn herausfordert und der gegenüber er nicht mehr frei ist. Dass sich hier etwas ankündigt, nämlich ein Bezug des Seins zum Menschen. Und dass dieser Bezug, der sich im Wesen der Technik verbirgt, eines Tages vielleicht in seiner Unverborgenheit ans Licht kommt. Ob das geschieht, weiß ich nicht. Ich sehe also im Wesen der Technik den ersten Vorschein eines sehr viel tieferen Geschehnisses, was ich das Ereignis nenne. Eine der großen Gefahren unseres Denkens ist heute gerade die, dass das Denken, also im Sinne des philosophischen Denkens, keinen wirklichen ursprünglichen Bezug mehr hat zur Überlieferung. Wie das Schicksal des Denkens aussehen wird, weiß niemand. Ich habe im Jahre 1964 in einem Vortrag in Paris, den ich nicht selber gehalten habe, der in französische Übersetzung vorgetragen wurde, unter dem Titel gesprochen, das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens. Ich mache also einen Unterschied zwischen Philosophie, das heißt Metaphysik, und dem Denken, so wie ich es verstehe. Dieses Denken ist in der Sache sehr viel einfacher als die Philosophie, aber im Vollzug sehr viel schwieriger und verlangt eine neue Sorgfalt der Sprache.
keine Erfindung neuer Termini, wie ich einmal dachte, sondern ein Rückgang auf den ursprünglichen Gehalt unserer eigenen, aber ständig im Absterben begriffenen Sprache. Und ein kommender Denker, der vielleicht vor die Aufgabe gestellt wird, dieses Denken, das ich vorzubereiten suche, wirklich zu übernehmen, der wird sich einem Wort fügen müssen, das einmal Heinrich von Kleist niedergeschrieben hat. Und das lautet, ich habe es in einem meiner Notizbücher einmal niedergeschrieben: Ich trete vor einem zurück, der noch nicht da ist, und beuge mich ein Jahrtausend ihm voraus, vor seinem Geiste.